Ich habe in den letzten 15 Jahren etwa konkrete Zukunftsvisionen für Stadt, Land und Meer entwickelt. Ich bin Leiter der Forschungsgruppe Ländliche Entwicklung an der Technischen Uni in Hamburg. Mein Name ist Ralf Otterpohl und ich bin auch Autor der Bücher Das neue Dorf und Das neue Dorf für neue Erde, in dem die konkreten Zukunftsvisionen jetzt ausführlich dargestellt wird. Ja, wenn wir keine klaren Visionen haben, wie es in der Zukunft weitergehen soll, dann werden wir nicht das erreichen, was sinnvoll ist, was gut für uns ist. Also man sollte sich Gedanken machen, wie man persönlich leben möchte. Also, wie möchten Sie in 5 Jahren leben? Was sind Ihre Ziele? Was wollen Sie erreichen? Und wie soll die Gesellschaft dann aussehen? Aktuell gibt es ja sehr wenig. Die Entwicklungen laufen über Machtgehabe, über Geld verdienen, aber nicht nach dem, wie eine gute Zukunft für alle aussehen könnte. Ja, ich möchte zunächst mal vorstellen, was ich als Forschung mache an meinem Institut an der Technischen Uni in Hamburg, Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz. Gibt es 4 Arbeitsbereiche und das Klassische im Abwasserbereich ist, dass wir uns mit innovativen Abwassersystemen auseinandersetzen. Das Spezialthema war von Anfang an ein Abwassersystem, wo die Nährstoffe, die wir von der Nahrung bekommen, über gesonderte Toilettensysteme wieder zu Dünger werden, wieder zum Boden zurückkommen, anstatt vernichtet zu werden. Da habe ich gemerkt, wie wichtig die Böden sind für eine gute Zukunft. Das ist nämlich das Allerwichtigste auf der physischen Ebene, dass wir lebendige Böden haben, diese Böden wieder verbessert werden. Und so habe ich dann eine Gruppe, Forschungsgruppe aufgemacht, ländliche Entwicklung, die ich auch selber noch leite. Und wir haben am Institut die Arbeitsgruppe Bioressourcenmanagement von Dr. Körner, die sich mit Kompostierung beschäftigen und Bioressourcen. Und die neueste Gruppe ist Umweltrobotik, wo wir jetzt einen Jäteroboter entwickeln, so dass halt die Arbeit im Garten, im Gelände einfacher werden kann. Ja, einige der Projekte im Bereich der Bodenverbesserung geht es darum, auch die Wirkungsweise der Böden zu beschreiben. Und dafür ist die Versickerung in Böden besonders wichtig. Ist gar nicht so ganz leicht zu messen. Man kann natürlich einfach Wasser auf den Boden gucken und sehen, wie schnell es versickert. Wenn es gar nicht versickert, ist der Boden wahrscheinlich tot oder verdichtet und nicht sonderlich geeignet für eine gute Produktion von Gemüse oder anderen Produkten und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil und heute sind sehr, sehr viele Böden eine Vorstufe zur Steppe. Also Europa macht sich gerade selber kaputt im ganz großen Stil durch Bodenzerstörung und das gehört umgedreht und diese Messungen machen wir halt Zusammenhang Humus, Wasserhaltevermögen, Nährstoffhaltevermögen, dass das Nitrat nicht mehr ausgeschwemmt wird. Weitere Versuche, Aggregatstabilität, das sind so die Bodenteilchen, wie die halten, was dann nämlich die Infiltration oder die Wasserversickerung ermöglicht. Ja, auch biologische Parameter, also die Bodenpilze, was kann man damit erreichen? Also das sind hier die Pilze, die sich auf solchen Substraten bilden. Und über solche Ausstrichverfahren kann man halt sehen, was für Bakterien wachsen. Dann haben wir ja, das aktuell weltweit beste Reisanbausystem der Welt entwickelt an meinem Institut. Das hat Dr. Tafsif Shah gemacht.
der das als Doktorarbeit gemacht hat. Und wir haben den Trockenreisanbau, also üblicherweise hier links unten sieht man den Nassreisanbau. Die Felder werden geflutet, haben unglaubliche Verdunstungen, wahnsinnig viel Wasser geht verloren. Man kann Reis aber trocken anbauen. Das System gibt es, das ist SRI, SRI. Und wir haben dann halt das verbessert, indem da jeweils noch Bohnen reingesät werden, die dann halt Stickstoff bringen. Also man braucht keine Stickstofffabrik mehr, sondern das machen die Leguminosen, die halt Stickstoff aus der Luft binden. Und mit diesem System wird auch der Jäteaufwand viel geringer. Ertrag ist ja insgesamt besser. Also man sieht hier, dass dieses System in allen Parametern halt deutlich vorn ist. Und man könnte mit diesem System so etwa 20% des Weltwasserbedarfs einsparen. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und es kümmert sich fast niemand darum. Es ist sehr schwer für uns, das bekannt zu machen. Also wer da Interesse hat, eine Kampagne draus zu machen, das bekannt zu machen, ist herzlich eingeladen. Ja, das große Thema ist halt die agrochemische Landwirtschaft, die halt die Böden zerstört und auch das Grundwasser belastet. Deshalb müssen sich jetzt halt die Wasserwirtschaft und die Landwirtschaft zusammentun, um halt zu regenerativer Landwirtschaft zu kommen, und dann regeneriert sich auch der Wasserkreislauf. Und dazu kann man kleinräumigere Systeme machen. Dazu gehört dann auch, dass man so kleine Gartenbauformen hat, die dann ja so ein neues Dorf werden könnten. Das ist quasi eine neue Art von Bauernhof. Aber das wirkt dann auch zusammen mit Flächenlandwirtschaft, zum Beispiel hier Agroforst, also Bäume zwischen Feldern, Tiere in Portionsbeweidung, die können sehr gut helfen, auch die Böden mit aufzubauen. Und so kann man da eine Menge erreichen. Ja, dann kann man das natürlich aus bestehenden Dörfern machen. Viele Elemente gibt es schon. Und gerade jetzt, wo halt Deutschlands Industrie zerstört wird, also es gibt Aussagen aus dem Bereich der Industrie, dass Deutschland Industriemuseum wird gerade. Da gibt es sehr viele Anzeichen leider dazu. Es gibt viele Kräfte, die halt einfach die Wirtschaft behindern bis zerstören. Und das ist etwas, wo wir einfach als Gesellschaft sehen sollten, dass wir uns besinnen auf lokale Wirtschaft, lokale Ressourcen, und dort können sehr, sehr viele Produktionsmöglichkeiten entstehen, sehr viele interessante Arbeitsplätze, wo Menschen halt ja, das machen, was sie wirklich wollen, und dann auch verschiedene Tätigkeiten, was Körperliches, dann Schreibtischarbeit, Lehrtätigkeit, Heilarbeit, künstlerisches Schaffen, wie auch immer. Und dann ist es halt viel interessanter, was sich so für Lebensmöglichkeiten ergeben. Ja, Stadt und Land sollten zusammenwirken, also das Land um die Stadt herum sollte entwickelt werden, Böden lebendiger machen, regenerative Landwirtschaft, neue Dörfer. Und damit kann man dann diese Überurbanisierung und die Landflucht umkehren. Jetzt, wo die Energie nicht mehr so viel und billig fließt, wird es in der Stadt immer ungemütlicher und immer schwieriger. Und auf dem Land kann man relativ gut auch ein gutes Leben schaffen und dabei aber auch besonders gesunde Lebensmittel anbauen. Und ja, ich selber habe halt in dieser Entwicklung einiges gemacht. Also ein Thema, was ich auch bearbeite, auch forschungsmäßig, ist halt das Mini-Modulhaus. Und so ist halt die Vision hier anfangs gewesen. Und dieses Haus ist jetzt inzwischen ja in der Fertigstellung, und wenn man halt sich was überlegt, dann kann man es auch bauen. Und die ja, Häuser sollten flexibler werden, und kleine Häuser auf großen
Gartenflächen, das ist so mein Prinzip. Das, was man wirklich heizt, kann klein sein, dafür sehr, sehr gut gedämmt. Und auf dem Land hat man genügend Fläche draußen, so dass man halt da nicht jetzt eine riesen Wohnung haben muss, was ich in der Stadt aber auch sehr angenehm finde und wichtig. Ja, so ist es dann hier so ein Haus im Garten und hier kann dann sehr, sehr viel produziert werden. Ja, das war so die Kurzfassung. Jetzt die Gliederung. Humus, Grundlage für alles. Stadt mit Zukunft. Dann regenerative Landwirtschaft, Gartenbau, Agro, Forst- und Waldgärten. Ein bisschen was zu dem Konzept Neues Dorf. Dann einige Anmerkungen zum Meeresschutz, wie wir auch eine gute Zukunft für das Meer schaffen können. Und dann eine Zusammenfassung. Humus, die Grundlage für alles. Niemand von uns würde leben, wenn wir nicht lebendigen Humus hätten. Und den gilt es zu erhalten und wieder aufzubauen, da schon sehr viel zerstört wurde durch falsche Beweidung, durch Abholzung von Wäldern und auch besonders durch industrielle Landwirtschaft, die leider in vielen Fällen halt die Böden zerstört und damit auch den Wasserkreislauf und damit das Klima auch aus den Fugen bringt und zur Steppenbildung beiträgt. Die Bodenverluste kann man hier sehen. Ich habe einiges an Arbeit in Äthiopien gemacht und hier ist halt auch da die Erosion zu sehen. Der Boden schwimmt halt bei starken Regenfällen weg und ist immer weniger da. Die Menschen haben keine Ernährungsgrundlage mehr, ziehen weg in die Städte und Armut verbreitet sich. Und der Mensch hat zwischen 1950 und 1950 bereits ein Drittel aller fruchtbaren Böden stark degradiert oder zerstört. Und diese zerstörten Wasserkreisläufe erzeugen massiven Klimawandel. Also der größte Teil des menschengemachten Klimawandels ist die Zerstörung von Wasserkreisläufen. Und das ist viel schlimmer als jetzt irgendwie 2, 3 Grad mehr oder weniger, sondern es geht darum, dass hier dann Steppe und Wüste entsteht und es nachts brutal kalt ist und tagsüber sehr heiß. Das kann man im Nahen Osten täglich beobachten. Und da war es auch mal grün mit ausgeglichenem Klima. Und wenn man die Böden wieder in Ordnung bringt, dann ist das Klima auch in Balance, soweit wir das als Menschen beeinflussen können. Und die Veränderungen der Bodenqualität nach aktueller Forschung, da wird leider sehr wenig Forschung zu gemacht, das ist etwas erschreckend. Aber das Interessante ist, dass da, wo man so denkt, dass alles ganz schrecklich ist, da gibt es leichte Verbesserungen. Das ist grün, ist moderate Verbesserung. Subsahara-Afrika, sehr viel leichte Verbesserung. Und das ist besonders durch zwei Einzelpersonen, die sich da sehr reingehängt haben, dass die Bäume wieder wachsen und dann geht der Ackerbau auch besser. Und auch diese Green Belt-Initiative der Staaten, wo sehr viele Bäume gepflanzt werden. Wenn es erstmal schlecht wird, dann entwickelt sich sehr schnell auch vieles. In Brasilien wird fast immer über diesen kleinen Teil berichtet, aber in großen Teilen Brasiliens gibt es auch leichte Verbesserungen. Australien gibt es Verbesserungen. Australien hat sehr viel Verbesserung der Bodenqualität durch Demeter-Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft, die in Australien riesig geworden sind. Millionen von Hektar in Demeter-Anbau und damit hat man es geschafft, die Böden wieder zu verbessern, die sonst schon am Absterben waren. In Nordamerika auch viele Gegenden mit Verbesserungen. Da ist ein deutlicher Teil auch auf regenerative Landwirtschaft zurückzuführen. Da ist Nordamerika, Deutschland 20 Jahre voraus. Und Europa schläft und macht sich kaputt. Hier, wenn wir sehen, Europa katastrophale, hoher Grad an Bodenvernichtung, Bodendegradation. Ähnliches gilt für den nördlichen Teil von Ostasien besonders.
Indien ist inzwischen sehr viel besser geworden, weil sehr viel Permakultur dort gemacht wird, Regenwasserprojekte. Und da ist auch Indien auf dem Weg zur starken Verbesserung. Und viele Menschen haben jetzt sehr, sehr gute Lebensgrundlagen aufgebaut auf dem Land, wo vorher die Menschen in die Städte zogen, ziehen sie nun wieder raus. Das sind die beiden Perspektiven, die es gibt aktuell. Also einmal verwüstete Erde. Das ist das, was im Moment immer noch passieren könnte. Aber ich, da so viele tolle Projekte laufen, ich habe ja vorhin gezeigt, dass auch sehr vieles besser wird, glaube ich, dass das schon durch ist. Das wird also nicht passieren. Es wäre auch wirklich schlimm, wenn wir halt hier so einen Planeten hätten, wo kaum noch jemand leben kann und der Wasserkreislauf kaputt ist und das Klima komplett aus den Fugen ist. Demgegenüber finde ich das Szenario grüne Erde halt, da entwickelt sich sehr viel und da sollte und kann aber noch sehr, sehr viel mehr passieren. Und da gibt es noch einen Bedarf an Millionen von Menschen, die da mitwirken sollten und sich dort ein interessantes Lebens, interessante Lebensentwürfe auch schaffen können. Wenn der Wasserkreislauf intakt bleibt, dann gibt es auch ja, genügend Lebensmittel, die Wasserversorgung stimmt und wir haben halt ein mehr oder weniger ausgeglichenes Klima. Und es hängt an den Böden. Ja, ohne Wasser läuft gar nichts. Hier sind also tatsächlich auch ja, die Erosion in Deutschland zu sehen. Hier auf diesen Feldern sieht man auch hier, dass hier Wasser wegschwimmt, den Boden mitnimmt und das geht nicht gut aus. Und humusreicher Boden hält Wasser wie ein Schwamm und regeneriert das Grundwasser. Humusreicher Boden verhindert Trockenheit und Überflutung. Die meisten Flutkatastrophen, die so in den Medien sind, sind nur deshalb Flutkatastrophen geworden, weil die Böden im Einzugsgebiet kaputt sind, die Wälder auch oft kaputt sind, Monokulturen mit Fichte oder Kiefer, die fast gar kein Wasser aufnehmen und das Wasser nicht regenerieren, ist schrecklich für die Wasserwirtschaft. Und auch da sollte ein Umbau sein von Wald zu mehr Vielfalt und auch zu Waldgärten. Ja, es gibt viele, viele gute Nachrichten. Also ich bin sehr optimistisch, weil es so viele tolle Möglichkeiten gibt und das immer mehr gemacht wird. Hier ein Beispiel aus Nordchina, wo halt der chinesische Staat das Lösplateau, einen Teil davon regeneriert hat. Das Lösplateau ist so groß wie Frankreich und davon wurde eine Fläche so groß wie Holland oder Belgien regeneriert. Da wurden halt an diesen erodierten Hängen ganz viele Terrassen gebaut. Es wurden Millionen von Bäumen gepflanzt, zum großen Teil Nahrungsbäume, damit die Menschen dort auch einen Lebensunterhalt erwirtschaften und genug Lebensmittel da sind. Und nach 10 Jahren, fotografiert von der gleichen Stelle in der gleichen Jahreszeit, sieht das so aus. Also da ist es halt sehr, sehr viel besser geworden und das in so einer kurzen Zeit. Die Menschen sind wieder aus der Stadt zurückgezogen, weil die gesehen haben, ah, hier läuft es ja wieder. Ne? Wir haben hier gute Landwirtschaft, man sieht hier auch, viele Gewächshäuser wurden gebaut und das ist ein Riesenerfolg und man sieht halt der Unterschied von Armut und Migration hin zu Wohlstand und Reversmigration ist absolut machbar und das ist halt etwas, was in Indien zum Beispiel im sehr großen Stil auch läuft. Unter Permakultur findet man auch viele gute Projektbeispiele in YouTube. Ja, grüne Erde, absolut machbar. Profitabel für die, die die Arbeit machen. Im Moment haben wir viele Systeme, wo man versucht, von der Arbeit anderer abzuziehen. Und das ist etwas, was ja, denen, die die Arbeit machen müssen, aber immer weniger verdienen, ist das ja kein gutes Konzept. Deshalb sollten halt immer mehr Menschen sehen, dass sie für ihre eigene Arbeit halt auch selber ja, die Einkünfte erwirtschaften. Und das geht halt mit lokaler Wirtschaft sehr viel besser. Und da bringe ich gleich noch eine Menge Beispiele. Ja, Stadt mit Zukunft.
Kann es überhaupt eine gute Zukunft geben in der Stadt? Das ist die Frage. Ich denke schon, aber die Städte sollten halt eher ja, nicht so dicht sein und es wäre gut, wenn viele Menschen eher auf dem Land eine gute Zukunft aufbauen, weil da werden sehr, sehr viele Menschen gebraucht, damit wir lebendige Böden haben und nährstoffreiche Lebensmittel. Ja, Stadt mit Zukunft. Ja, es könnte in der Stadt zum Beispiel auch Gebäude geben, wie dieses hier in der Nähe von Luzern in der Schweiz, wo der Wald einfach vertikal ist, ne? Hier ringsrum ist halt Wald angebaut. Das ist eher was für ja, noch wärmere Klimate als die Schweiz, aber es ist halt auch ein interessanter Weg. Und jetzt habe ich so mal erarbeitet, was man in der Stadt alles so machen könnte, um die ökologische Situation zu verbessern und das Leben interessanter zu machen. Genauso wie man jetzt ja, Steppen wieder beleben kann, wie mit dem Beispiel aus China eben, kann man auch in der Stadt Wüstenbegrünung betreiben. Alle geeigneten Gebäude sollten Dachgärten haben. Ne? Also warum sind die teuersten Flächen der Welt einfach doofe Dachflächen? Da könnte überall wunderbarer Garten sein und so hätten halt die Menschen Zugang zu Natur. Die Kinder können lernen, wie man Gartenbau macht, wären mehr mit der Natur verbunden. Es wächst gerade eine Generation von Menschen auf, die wirklich von den grundlegenden Dingen keine Ahnung haben, die erstaunt sind, dass Möhren unter der Erde wachsen. Und das ist halt einfach was, wo diese Menschen nicht wirklich ja, im Leben stehen. Es ist eine Kunstwelt, die entsteht und diese ja, Zombie-Welten sind extrem ja, unattraktiv aus meiner Sicht. Ja, regenerative Wasser- und Energiesysteme sind machbar. Da habe ich sehr vieles entwickelt. Man könnte zum Beispiel so ein Gebäude, wie jetzt hier gezeigt, mit einem eigenen Wasser- und Abwassersystem auch zumindest wasserautark zu machen mit den Regenfällen, die da sind. Energieautarkie ist ein bisschen schwieriger. Da braucht man schon dann noch das Umland dazu oder andere Ressourcen. Dann ein Wort zum Auto. Autos sind auf dem Land sehr wichtig. Ne? Auf dem Land geht es ohne Auto sehr, sehr schwer. Und in der Stadt sind Autos aber eigentlich eine Katastrophe, weil diese Mengen von Autos halt unglaublich viel Platz wegnehmen. Und das ist etwas, was letztlich nicht gut geht. Deshalb ist mein Ansatz halt in der Stadt Leihsysteme mit Leichtfahrzeugen schaffen dort Freiräume. Und dann kann halt auch die Stadt attraktiver werden. Und wenn man so Leichtfahrzeuge hat, also das ökologischste Leichtfahrzeug wäre sicherlich mit Gasantrieb oder Pedalantrieb. Elektrofahrzeuge sind leider wegen der Batterien extrem unökologisch. Da muss ich noch viel tun. Und das ist aber was, wenn nicht jeder jetzt ein eigenes Fahrzeug in der Stadt hat, aber immer ein Fahrzeug verfügbar hat. Dann brauchst du nur noch sehr, sehr wenige Fahrzeuge und das ist dann halt etwas, was halt die Stadt sehr viel attraktiver macht. Ja, es gibt viele Berichte über ja, Salathochhäuser oder halt ja einfach Hochhäuser, in denen dann Gemüse angebaut wird und so. Ist aus meiner Sicht nicht wirklich machbar, weil die Flächen unglaublich teuer sind und im Vergleich zu den ländlichen Gebieten überhaupt nicht konkurrenzfähig. Es macht einfach nicht viel Sinn. Aber was interessant ist, man kann halt Salatanbau in Wohnungen und Büros machen. Und das ist etwas, was ich sehr attraktiv finde, weil wenn man halt in einer Wohnung, in einem Büro oder im Restaurant halt zum Beispiel Feldsalat wachsen hat, dann ist die Beleuchtung des Feldsalats ist gleichzeitig Beleuchtung der Wohnung. Die Wärme der Wohnung dient dem schnellen Wachstum und man kann halt da was ernten und hat auch ein attraktives Element in der Wohnung. Die Luft wird befeuchtet und da kann man so
Regalsysteme machen, wo halt dann auch mit LED-Lampen das beleuchtet wird. Brauche aber schon relativ viel Energie, selbst mit guten LED-Lampen. Ja, und dann braucht eine Stadt mit Zukunft eine schöne und produktive Umgebung mit regenerativer Landwirtschaft und einem Gartenring, wo halt neue Dörfer, Gärtnerdörfer ringsrum sind und mit den Dachgärten zusammen kann durch diese Elemente halt ein ausgeglichenes Klima ja, erzeugt werden. Die Stadt alleine ist nicht wirklich lebensfähig. Es muss Stadt und Land zusammen geplant werden und das ist halt etwas, was ich auch propagiere, wo wir dran arbeiten. Also auch, dass die kompostierbaren Substanzen aus der Stadt, inklusive dem, was in die Toilette geht, wieder zu Bodensubstrat werden, die Böden lebendig halten können. Ja, und so könnten Stadt und Land zusammenarbeiten und die Überurbanisierung und Landflucht könnte sich ändern. Der Trend hat sich jetzt schon umgekehrt, also seit ein, zwei Jahren ziehen wieder mehr Menschen aufs Land, weil sie gesehen haben, dass die Stadt auch sehr schnell ja, unattraktiv wird und sehr schnell dort Einschränkungen sind, die das Leben dort sehr unangenehm machen können. Und jetzt haben wir diese Energieprobleme durch fehlende Gasversorgung und deshalb ist es halt in der Stadt schon auch vielleicht gar nicht so ja, sinnvoll, wie es bisher immer schien. Ja, aber auch aus einer Stadt kann man was machen. Ein paar Ansätze habe ich hier gegeben. So, dann regenerative Landwirtschaft. Und das ist ein Thema, da habe ich einen eigenen Vortrag zu hier in meinem Kanal. Es geht aber auch um Gartenbau. Das sind die gleichen Prinzipien, aber auch Agroforstsysteme und Waldgärten. Das ist auch ein Hobbythema von mir, auch Forschungsthema Agroforst. Baue ich selber auf, das dauert aber Jahrzehnte, da sieht man immer erstmal nicht viel und ich baue ein Stück Wald um in Waldgarten. Das macht großen Spaß und die Landschaften, die wir in Mittel- und Nordeuropa früher hatten, waren quasi Waldgärten. Das hat der Biologe Franz Wehrer sehr schön beschrieben, der halt gezeigt hat, dass vor der Ausrottung der Großtiere, das sind die Auerochsen und die Tapire, die Vorläufer der Pferde. Diese Tiere haben halt in einem Wald ja, halt solche Flächen freigehalten. Ne? Die haben hier gegrast und verhindert, dass hier überall Bäume nachwachsen. Die fressen ja so Bäume immer runter und halten dann etwas frei, sodass hier halt auch Sonnenlicht eindringen kann und dort halt Vielfalt entsteht. Diese Waldrandzonen sind die artenreichsten und produktivsten Gebiete und da kann sehr viel Nahrung auch wachsen und damit kann man halt ja gut auch noch zusätzlich Nahrung produzieren. Ja, wenn man den Boden richtig lebendig hat und humusreich, dann produziert dieser humusreiche Boden mehr und bessere Nahrung. Stichwort ist hier nährstoffdichte Nahrung. Die Tiere können dazu beitragen, dass wir Böden verbessern. Da gibt es die Portionsbeweidung, dass man so Tagesportionen hat. Dann, wenn das abgegrast ist, dann werden die Tiere weitergeleitet und so ist halt, wird quasi der Teller immer leer gegessen. Die Tiere fressen von allem was, nicht nur, dass sie ihre Lieblingskräuter ausrotten. Und damit hat man eine gute Möglichkeit, dann halt auch die ja, Böden zu verbessern, weil man eine Intensivdüngung hat. Es wird nicht alles komplett runtergefressen, womit die Produktion dann zum Stillstand kommt beim Gras. Und diese Systeme haben sehr viel mehr Gesamtertrag, die Tiere sind draußen, haben ein gutes Leben und können halt helfen, dass wir eine lebenswerte Zukunft erhalten und aufbauen für Mensch und Tier. Ja, regenerative Landwirtschaft wurde entwickelt in Nordamerika. Da gab es, die gibt es noch, Pioniere, Ray Archuleta hat da beigetragen, ist ein
ehemaliger Landwirtschaftsberater in der Landwirtschaftsbehörde der USA, der dann diese Methoden halt dort auch an die Landwirte weitergereicht hat. Und einer, der da früh eingestiegen ist, ist Gabe Brown, der das auf 2000 Hektar in North Dakota gemacht hat. Das schwierigste Klima der Welt. Wenn es da geht, geht es überall. Und es hat sich gezeigt, dass man Böden, auch ganz kaputte Böden, die die auch hatten vorher, innerhalb von 3, 4, 5, 6 Jahren wieder aufbauen kann. Und da gibt es ein tolles Buch, Aus toten Böden wird fruchtbare Erde. Und das ist eine Familiensaga sozusagen, spektakulär. Die waren mehrmals nah an der Pleite und Höhen und Tiefen und letztlich sind sie durchgekommen. Gabe Brown ist inzwischen sehr bekannt, verringert seine Fläche, weil die Fläche so viel mehr produziert und ist ein Vorbild geworden für Bauern in aller Welt, einschließlich Deutschland. Ja, und ganz wichtig ist neu noch eine neue Art von Kompostierung, die eine Bodenaktivierung bedeutet. Das werde ich ganz kurz auch darstellen. Ja, ich habe hier ein paar Folien von Dr. David Johnson, New Mexico State University. Und er hat halt gezeigt, dass die aktuelle agrochemische Landwirtschaft sehr, sehr ineffizient ist, während wir bei Natursystemen etwa 2000 Gramm Trockenmasse pro Jahr und Quadratmeter, also 2 Kilo Trockenmasse, getrocknete Biomasse pro Jahr etwa produzieren auf dem Quadratmeter, schafft die agrochemische Landwirtschaft gerade mal ein Drittel davon. Und dafür der ganze Aufwand mit Düngerfabriken, mit der Belastung von Grundwasser, mit Import von Phosphat, was Cadmium und Uran enthält und diesem ganzen Wahnsinn, könnte man mit regenerativer Landwirtschaft oder kann man, das ist ja belegt worden, sehr viel mehr produzieren in so einem Übergangsszenario, ungefähr 2000, sind Werte aus der Praxis und im Extremfall könnte man sogar 4000 hinkriegen. Es gibt von Dr. Johnson Berechnungen, dass es sehr einfach ist, damit sämtliche menschlichen CO2-Emissionen zu binden. Und ich gehe da einen Schritt weiter und sage, wenn man das wirklich jetzt weltweit überall gleichzeitig ansetzen würde, droht sogar bei globaler Anwendung eine CO2-Verknappung. Es gibt halt eine Untergrenze für CO2, das ist ja ein lebenswichtiges Spurengas und unter 150 ppm, wir sind bei 400 ungefähr im Moment, da erstirbt alles höheres Leben, weil die Pflanzen einfach nicht mehr wachsen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen ja, provokant gemeint, das wird nicht passieren, weil aus dem Meer sehr viel CO2 dann wieder aufgelöst wird. Aber es ist halt einfach mal, um aufzuzeigen, dass allein mit regenerativer Landwirtschaft kann man sehr, sehr viel Kohlenstoff im Boden anreichern. Dieser Kohlenstoff im Boden ist sehr nötig. Das ist ja der Humus oder ein großer Teil vom Humus ist Kohlenstoff. Und damit kann man lebendige Böden schaffen, die dann aber auch Nahrung und Wasserversorgung sicherstellen. Insofern regenerative Landwirtschaft ganz wichtig. Man kriegt beigebracht immer noch von vielen Universitäten, die eher Agrochemie Marketing machen, dass ja einfach mineralischer Stickstoff angeblich nötig ist für Pflanzenwachstum. Mineralisch ist Nitratstickstoff und Ammoniumstickstoff. Und jetzt sieht man aber auch hier, das sind Zahlen von Dr. David Johnson, dass bei den hohen Erträgen, die wir hier haben, Nitrat ganz niedrig ist. Und bei hohem Nitratwert hat man relativ niedrige Erträge. Beim Phosphor sieht das sehr ähnlich aus, Kalium auch, also NPK, das ist eigentlich das, was im Mineraldünger so drin ist. Übrigens, dieser Mineraldünger, der ist immens teuer geworden. Und die Stickstoffdüngerherstellung braucht immense Mengen von Gas besonders. Und jetzt, da die Gasversorgung in Europa halt mutwillig zerstört wurde,
wird es jetzt schwierig, genügend Dünger zu kriegen. Und der Ausweg ist regenerative Landwirtschaft. Man kann ab dem ersten Jahr Nitrat- oder Ammoniumdüngung gleich weglassen und das kommt dem Bodenleben zugute. Und indem man den Boden lebendig macht, produziert der Boden selber den Stickstoff, weil das kann der Boden sehr viel besser als diese Industrieprozesse kennen, das können. Ja, und jetzt das Spannende ist, was ist denn der Zusammenhang? Wo hat man die hohen Erträge? Und das ist spannend. Ich war sehr erstaunt und die meisten anderen auch. Es ist letztlich das Verhältnis von Pilzen zu Bakterien, wie Dr. David Johnson oder Professor Johnson da New Mexico State University herausgefunden hat. Hier hat man einen unglaublich guten Zusammenhang zwischen der Produktivität und dem Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien. Und so eine hohe Korrelation hat man fast nie bei Landwirtschaftsforschung. Und insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, wie man effiziente Landwirtschaft betreibt und Unmengen von Energie einspart und trotz fehlender Gaslieferungen halt unabhängig ist. Ganz wichtig, dass das halt jetzt die Bauern und Landwirte mitkriegen und man kann das lernen. Wie gesagt, ich habe ein eigenes Video zur regenerativen Landwirtschaft in diesem YouTube-Kanal. Es gibt auch andere, die nennen das aufbauende Landwirtschaft. Also auch unter dem Stichwort findet man tolle Materialien. Ja. Johnson hat halt herausgefunden, dass durch eine Kompostierung von 4 Wochen so ein Artenspektrum da ist, noch nicht so super viele. Nach 22 Wochen sind das sehr, 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 sehr viel mehr geworden, aber man kann mit einem Jahr Kompostierung, was so gut wie niemand macht, kann man unglaubliche Artenvielfalt erzeugen und besonders sehr, sehr viele Bodenpilze hier anreichern, wenn man den Kompost nicht wendet. Und er hat auch belegt, Johnson ist ein Molekularbiologe, der sich spezialisiert hat auf die Identifikation von Bodenorganismen. Und da braucht man nur kleine Mengen, 1 Kilo pro Hektar in 100 Liter Wasser, damit kann man die Bodenbiologie anreichern. Und so kann man halt dann auch sehr schnell zu einer hohen Produktivität kommen, wenn man den Boden nicht durch Pflügen immer wieder kaputt macht. Und dann aber auch Gründüngung einbringt, das ist schon ein bisschen komplexer, aber es ist absolut machbar und ja, zigtausendfach bewiesen, dass es geht. Ja, wie sieht sowas aus? Das wäre hier mal so ein Johnson-Zukomposter. Hier ist eine Folie, die. Nehmen wir eine andere Farbe hier, eine Folie, die luftdurchlässig ist, also da geht der Sauerstoff rein, dann sind hier so Rohre, die auch Sauerstoff reinlassen und dann braucht man nicht wenden, weil die Luft halt sowieso reinkommt. Man sollte genügend holziges Material beigeben, damit die Pilze fressen ja Holz in der Natur und dann sollte man immer auch eine gewisse Menge von Dung von Kühen zugeben, weil die biologisch eine ganz besondere Rolle spielen. Und dann kann man halt so einen Bodenaktivator bekommen, wo man Böden lebendig mitmachen kann. Also die Prinzipien sind machbar und bewiesen. Und ich habe diese Ansätze der regenerativen Landwirtschaft hier mal zusammengebracht. Und ich nenne das die 7 Ansätze der regenerativen Landwirtschaft. Sichere Lebensmittel- und Wasserversorgung mit Klimaausgleich und mit Energieproduktion. Ja, die Energieproduktion ist zum Teil halt, dass der Dünger im Feld selber produziert wird, damit gigantische Einsparungen sind, indem wir Boden aufbauen und dadurch, dass wir aber auch Agroforst haben, wo wir Bioenergie, Holzgas machen. Andere Bioenergie ist ökologisch meistens nicht vertretbar, außer mit Reststoffen. Also Biogas eher nicht, wenn es nicht Reststoffe sind. Aber Bioenergie aus Holzgas, besonders wenn das aus Agroforst kommt, auch mit Lebensmittelproduktion ist das klasse. Und wir sparen auch ja, sehr viel Energie, wenn wir nicht mehr pflügen. Da gibt es halt hier diese Energieverbindung.
Viel wichtiger ist aber die Verbesserung der Bodenbiologie. Das sind diese Bodenaktivator-Komposte. Da gibt es in Deutschland die Interessengemeinschaft Gesunder Boden, die da noch ein Stück weiter sind als Johnson. Und da kann man auch ja, noch viel lernen. Und zur Verbesserung der Bodenbiologie, Ergänzung fehlender Makro- und Mikronährstoffe. Die Stickstoffproduktion im Boden funktioniert zum Beispiel nur, wenn Molybdän auch im Boden ist. Und das fehlt in vielen Böden. Es fehlt aber oft auch Zink, so dass unser Immunsystem nicht richtig funktioniert. Und da sind so viele Sachen faul. Und wenn man die Bodenbiologie aber erst mal verbessert hat, dann kann später der Boden selber durch die Pilze und besonders durch die Mykorrhiza-Pilze, die mit den Wurzeln zusammenwirken, alle Mineralien auch aus der Tiefe holen. Und Stickstoff, wie gesagt, liefert das Bodenleben selber. Das können nicht nur Leguminose, sondern es gibt ungefähr 100.000 Organismen, die sowas können. Ja, dann, wenn man das erstmal gemacht hat, dann minimale Störung des Bodens, nicht pflügen, sofortiger Ausstieg aus Nitrat- und Ammoniumdüngung bei Verringerung von Bioziden. Und dann haben wir als Punkt 4 dauerhafte Bodenbedeckung, tiefe Durchwurzelung auch im Winter. Und damit hängt halt der Punkt 5 zusammen, artenreiche Gründüngung und hohe Produktivität erhalten. Also wenn viel produziert wird, wird auch viel Bodenleben gefüttert. Die Pflanze gibt so die Hälfte oder zwei Drittel ihrer Produktion aus Photosynthese ans Bodenleben ab. Und damit kann dann sehr viel Wurzelmasse entstehen. Und das ist halt einfacher, die Wurzelmasse dort im Boden wachsen zu lassen, als tonnenweise Kompost dran zu schaffen, den man meistens überhaupt nicht kriegt. Dann der Punkt, wie vorher schon gesagt, Tierhaltung auch in die Fläche, passend zur Ackerfläche, Portionsbeweidung. Und bei Gülle kann man halt auch Holzkohle zugeben, Fermentierung und so weiter. Punkt 7 ist dann Agroforst einbeziehen. Und mein Lieblingssystem ist tatsächlich da die ja, Agroforst mit Nahrungsbäumen wie Esskastanie, Walnuss, dann Haselnuss und so weiter. Und diese sieben Ansätze wirken zusammen. Also das ist synergistisch. Man kann jetzt nicht einfach nur eins machen. Das wird nicht aufgehen. Noch eine Bemerkung zur ökologischen Landwirtschaft oder Biolandwirtschaft. Die machen leider einiges auch falsch, weil oft noch gepflügt wird. Also die Demeter-Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft, kommt dem am nächsten, aber auch da wird leider oft noch gepflügt. Und wenn man pflügt, kann man mit der Bodenbiologie leider nicht so richtig weiterkommen. Jetzt gibt es eine absolut tolle Möglichkeit festzustellen, wie gut die Böden sind und wie gut der Anbau ist. Und da kann man halt die Nährstoffdichte messen in der Wurzelmasse und im Blatt und in der Frucht. Damit kann man den Brix-Wert messen. Das ist, was im Weinbau als Öxle bekannt ist. Refraktometer, sehr billiges Teil. Kann man auch selber als Kunde mit in den Laden gehen eigentlich. Und da kann man halt sagen, wenn der Brix-Wert hoch ist, dann hat man schon mal recht gute Nahrung. In den Blättern aller Pflanzen sollte der Wert über 12 sein. Dann hat man schon mal eine Gewähr, dass der Boden lebendig ist und dass das uns wirklich gesund erhält. Und dazu kann man noch Vitamin C messen. Brix und Vitamin C sollten möglichst hoch sein im Vergleich. Und Nitrat sollte möglichst niedrig sein. Und das ist halt das Schöne, wenn wir dann diesen Ausstieg aus Nitrat- und Ammoniumdüngung machen, haben wir da auch niedrigere Nitratwerte, wodurch das halt auch sehr viel gesündere Nahrung ist. Ja, was ich hier zitiere und rüberbringe, baut auf der Arbeit von vielen Pionieren auf. Ich nenne es hier, man kann sich die Folie noch mal genauer angucken und Näheres halt auch in ja, anderen Kanälen, bei mir auch regenerative Landwirtschaft.
Ja, und in meinem Buch natürlich. Ich habe da einen ganz, ganz großen Anteil auch über regenerative Landwirtschaft, das, was aber auch für Laien verständlich ist und was auch für den Gartenbau geht. Also auch für eigenen Garten kann man diese Informationen nutzen. So, ja, das ist eine Menge, aber die Prinzipien sind einfach, aber die Anwendung im eigenen Betrieb, im eigenen Gelände ist sehr komplex. Das ist eine hohe Kunst, da habe ich einen sehr, sehr großen Respekt vor. Und es bringt überhaupt nichts zu schlaumeiern, sondern man sollte einfach die Anregung geben. Aber wie man es im Detail macht, ist eine hohe Kunst. Und da sollten halt die Bauern oder Gärtner sich zusammentun mit anderen, das gemeinsam lernen. Und dann halt, dass jeder auch das anfängt und aber man dann gemeinsam gucken kann, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Auch wenn einiges schief geht, stehen die Betriebe nach einigen Jahren sehr viel besser da. Ich habe viele Betriebe besucht, das geht wirklich sehr gut. Und auch in Nordamerika, wo regenerative Landwirtschaft ist, hat Professor Montgomery sehr klar belegt, ist Wohlstand, der Wasserkreislauf funktioniert besser, das Klima ist ausgeglichener. Und ja, da, wo halt agrochemische Landwirtschaft jetzt so viel weitergemacht wird, bis die Steppe dann da ist und nichts mehr läuft, da ist Armut, die Betriebe gehen in Insolvenz und so weiter. Ja, dazu habe ich ja, jetzt die Idee entwickelt, das neue Dorf. Und dazu gibt es den Hintergrund, dass erstaunlicherweise 80% der Nahrung global wird von Familienfarmen angebaut. 84% davon sind kleiner als 2 Hektar. Das sind also ganz, ganz kleine Betriebe, und die produzieren aber weit überdurchschnittlich. Das Zitat ist hier zu finden. Und es gibt auch einen UN-Report, dass nur kleine Ökofarmen die Welt ernähren können. Und die beste Art von Ökofarm ist regenerative Landwirtschaft. Und das habe ich eben erklärt, wie das aussehen kann. Es braucht aber sehr, sehr viele Menschen, die da mitwirken und aus meiner Sicht in Teilzeit mitwirken, dass das nicht so eine Plackerei wird. Mir macht es einen Riesenspaß, einen halben Tag im Garten oder im Wald zu arbeiten oder am Agroforst und dann mal wieder an den Schreibtisch zu gehen und zum Beispiel ein Video aufzunehmen. Wenn ich einen ganzen Tag Gartenarbeit mache, dann reicht es mir dann auch. Und diese Abwechslung, das ist eigentlich das Interessante. Also Lebensentwürfe mit vielfältigen Tätigkeiten und jetzt nicht ein ja, Arbeitsleben von 30 Jahren am Schreibtisch, wo man irgendwelche öden Programme bedient. Da können wir mehr und das macht vielen auch keinen Spaß mehr. Viele unserer Absolventen an der Uni inzwischen, die sagen dann, gerade die, die gute Abschlüsse machen, die sagen dann, ich habe jetzt keine Lust, mich 30 Jahre an den Schreibtisch zu setzen und irgendeine Software zu bedienen. Die wollen was Interessanteres machen, finden da aber oft halt nichts. Und deshalb gebe ich hier halt eine Menge Anregungen, wie man das machen kann. Ja, Neues Dorf ist ein Konzept, was schon in einer ähnlichen Form veröffentlicht wurde von Sir Howard in England, Garden Cities of Tomorrow, und das um eine Stadt herum neue Dörfer. Also das ist eine Stadt, die hat er selber auch mitgebaut, sehr ambitioniert, 1902 schon. Und die Idee war, dass halt hier dann besonders gute Lebensmittel in die Stadt transportiert werden. Er hat sogar hier so Kanäle mit angelegt, um energieeffizienten Transport zu haben. Dann gab es halt den Gärtnerhof. Das wurde publiziert in 1946. Und das hat Michael Beleites jetzt in 2022 neu herausgegeben, die wichtigsten Texte. Und das Buch, was er geschrieben hat, sehr, sehr gut, Selbstversorgung, ein Weg ins Freie. Sehr empfehlenswert. Ja, so kann man halt aus ja, Flächenlandwirtschaft Vielfalt machen, indem man Permakultur einsetzt. Auch viele mehrjährige Pflanzenvielfalt, wo dann halt auch Platz für
Vögel und Insekten ist, die Igel finden ihren Platz und es gibt mehr Produktion als in anderen Flächen. Und das ist so die Idee hier schon vorhin einmal dargestellt, neues Dorf, dass man ja kleinere modulare Häuser hat. Also dieses Haus hat zum Beispiel zwei Wohnungen oder ist ein Haus. Und so kann halt jemand, der gärtnert, hier gut leben. Und wenn man eine Familie hat, nutzt man es als Haus. Und wenn Kinder aus dem Haus sind, kann man das ja, an Freunde vermieten und so weiter. Und hat aber einen extrem geringen Energiebedarf, weil man halt ein sehr gut gedämmtes kleines Haus hat. Über Gewächshaus hat man aber auch trotzdem sehr viel Platz. Ja, so könnte es dann aussehen, dass man viele solcher kleinen Betriebe hat. Aus meiner Sicht wären das selbstständige Gartenbaubetriebe. Man kann natürlich auch Gemeinschaftsflächen haben. Der Bauernhof, der vorher von einer Familie bewirtschaftet wurde, ist jetzt halt von vielen, vielen Familien bewirtschaftet. Und dann wird es auch sehr viel interessanter und deshalb sollten aus meiner Sicht so an die 150 Menschen auch da sein, damit es sozial attraktiv wird und auch viele Produktionen ist, auch Dienstleistungen möglich ist. Und das ist letztlich das Konzept Neues Dorf, lokale Betriebe aufbauen. Wie gesagt, die Globalisierung hat zu Abhängigkeiten geführt, die jetzt gerade auf uns zurückschlagen und uns zu erschlagen drohen, wenn wir nicht jetzt schlau handeln. Und ich habe hier mit meinen Zukunftsvisionen eine ganze Menge Anregungen gegeben. Es gibt leider sehr, sehr wenig sonst. Es gibt kaum jemanden, der sich mit Zukunftsvisionen beschäftigt. Und deshalb ist halt hier mein Ansatz, dass wir da vielfältige Wege gehen. Und wenn man jetzt ein neues Dorf aufbaut, es könnten zum Beispiel 100 selbstständige Minifarmen sein, Vertrieb dann über eine Genossenschaft. Der Vertrieb ist schwierig für Kleinbetriebe. Wenn man aber viele Kleinbetriebe hat, dann gibt es wieder schöne Arbeitsplätze, die für Leute, die den Vertrieb machen. Hochproduktive ökologische Gemüsebau, regenerative Landwirtschaft. Dann Modulhäuser, dezentrale Energie- und Wassersysteme, Werkstätten, Gemeinschaftsbüros. Und wie gesagt, mindestens 150 bis vielleicht 300 Leute, dann ist auch Schule möglich, Altenpflegemöglichkeiten und viele weitere Arbeitsmöglichkeiten. Es kann sehr viele Kleinbetriebe geben. Ja, so kann es dann im Größeren aussehen und auch eine Zusammenarbeit dann mit der regenerativen Landwirtschaft. Wenn hier zum Beispiel Agroforst ist mit Nahrungsanbau, dann wären das zum Beispiel schon mal, was weiß ich, drei Kleinbetriebe, die halt diese Agroforstfläche bewirtschaften. Das ist dann schon mal wieder eine halbe Stelle für zwei Leute. Das wäre was, was ich wählen würde. Da wären halt dann so auch die für die Baumpflege, würde ich dann mit Seiltechnik arbeiten, klettern. Dann hat man bei der Arbeit Spaß, möglichst wenig lärmige Motorgeräte. Und man kann sehr viel produzieren und ja, das mit anderen Tätigkeiten kombinieren. Auch ja, Aquakultur, die Portionsbeweidung von Tieren, das gibt alles sehr viele Arbeitsmöglichkeiten. Und die Flächenlandwirtschaft, die kann halt hier dann trotzdem noch laufen, aber dann halt dort auch mit viel mehr Vielfalt und Bodenverbesserung. Ja, hier ist ein Beispiel, was mal gemacht wurde als Masterarbeit. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die so ein Beispiel mal entwickelt hat. Milan Pribno und Jan Bock, die haben halt die Aufgabe gehabt, in ihrer Masterarbeit aus einem bestehenden Hof ein neues Dorf zu planen. Hier ist das Hofgebäude ursprünglich, sieht man nicht so richtig hier in der Mitte. Und die haben dann ringsrum halt hier so Kleinbetriebe geplant, also hier die Hofgebäude nochmal. Und dann halt die Aufgabe gehabt, für solche Kleinbetriebe dann auch Modulhäuser zu bauen. Und die haben dann ein schönes Konzept gemacht mit solchen Modulhäusern. Einer Modul
für eine Person oder ein Paar. Und damit kann man halt das modular anliefern. Das wären halt zwei Module, die man dann so aneinander setzt und die können mit einem Container-LKW antransportiert werden, auch wieder abgebaut werden, wenn es mal sein muss. Und wenn es mehr Menschen sind, Familie oder WG oder eine Bürogemeinschaft oder ja, einfach eine Werkstatt auch, dann setzt man halt solche Module mehrere aneinander. Und das ist dann dieses modulare Konzept. Ja, es gibt im Konzept Neues Dorf halt die Notwendigkeit, Wertschöpfung zu schaffen. Also es ist halt, es kommt nicht einfach Geld von außen, sondern es muss selber halt Produktion gemacht werden. Und es gibt dabei extrem vielfältige Möglichkeiten für lokale ökologische Produktion. Und das ist etwas, was mich auch so optimistisch macht, weil so viel da ist. Und da gibt es halt auch Organisationen, die sich damit beschäftigen. Ich habe da einiges hier mal gesammelt. In meinem vorherigen Buch, was gerade vergriffen ist, habe ich sehr vieles aufgeführt. Und es gibt halt auch eine Organisation, die da sehr viele Materialien zu hat. Open Source Ecology gibt es auch eine deutsche Gruppe inzwischen. Bis hin zur Produktion eines kleinen Traktors aus einer normalen Werkstatt. Der wäre aus meiner Sicht elektrisch und dann hat man den Lärm nicht und kann auch leichter lokal produzieren und kann das auch solar dann laden. Das wäre auch interessant, dass man halt da eine eigene Energieversorgung hat. Und da sollten aber dann nicht diese verdammten Lithium-Ionen-Akkus eingebaut werden, die eine Katastrophe sind für die Umwelt, wo Kinder für zu Tode geschunden werden, wo Raubbau an der Natur gemacht wird, die bisher nicht recycelbar sind und so weiter. Da gibt es halt voll recycelbare Bleibatterien zum Beispiel, wie im Gabelstapler eingesetzt werden und die wären hierfür sehr, sehr gut tauglich. Ja, aber ungefähr 50 Baupläne für ganz, ganz viele verschiedene Elemente und da kann halt ja, jeder sich aussuchen, was man so machen will beruflich, was man wirklich, was einen anspricht, wo man Freude hat, also dass man das machen kann, was einem viel Spaß macht und sich den Spaß aber nicht verdirbt, indem man es Vollzeit macht, sondern durch Teilzeit halt die Freude behält. So, dann gibt es halt auch für diese Modulhäuser, ich habe selber einiges entwickelt, das war mein ursprüngliches Konzept. Ein kleines Modulhaus, wo halt dann der gedämmte Teil eine relativ kleine Grundfläche hat und man aber eine erweiterte Lebensraum hat über ein Gewächshaus zum Beispiel. Und man ist eh viel draußen auf dem Land, da braucht man nicht diese großen Flächen. Und es ist dann sehr, sehr einfach, das Haus zu bauen, zu erhalten und den Energieaufwand dazu wuppen. Und dann kann der Schwerpunkt halt auf Gemüseanbau, Aquakultur und so weiter liegen. Und das Ganze macht dann halt sehr viel mehr Spaß. Das ist das Gewächshaus, erweiterter Lebensraum und modular, einer Modul, zweier Modul. Das ist das, was ich jetzt gebaut habe, kann auch nebeneinander sein oder halt als Gemeinschaftsbüro ein größeres Haus oder ein WG-Haus. Und hier mal so ein bisschen ein paar Ausschnitte, wie das gedacht ist. Also hier sind tatsächlich zwei getrennte Wohnungen, die jeweils nur 36 Quadratmeter Netto-Wohnfläche haben, plus natürlich draußen Terrassenfläche, Balkon und so weiter. Und über eine Treppe im Gewächshaus kann man das verbinden oder man kann es halt mit einzelnen Eingängen auch gesondert nutzen. Also vermieten oder wenn eine Familie halt Kinder hat, die groß werden, die können dann eine eigene Wohnung haben und bleiben dann vielleicht, weil sie dann halt auch ihr eigenes Reich dann haben. Ja, so sieht es in etwa aus von der Konzeption her. Also auch eine Energieautarkie kann man herstellen. Gewächshaus hier angebaut, tatsächlich Gewächshaus, nicht Wintergarten. Und das ist dann auch Wärmeenergie. Hier kann man sehr viel Wärmeenergie auch ins Haus bringen.
Und das ist, wie schon gezeigt, wie es inzwischen aussieht. Und das ist halt etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Und ja, die Idee ist halt nicht, diese Tiny Häuser zu haben. Das ist hier mein eigenes Tiny House noch, was jetzt Bauwagen ist, wo man eigentlich auch drin leben kann. Die haben aber leider einen relativ hohen Energieaufwand, selbst wenn sie halbwegs gut gedämmt sind. Während so ein Haus hier, das ist passiv-passiv. Also das ist halt quasi, braucht man kaum eine Heizenergie und das energieeffizienter kann man eigentlich nicht leben. Ja, dann hier mal ein Bild von drinnen. Das ist das Tragwerk, also auch von der Vitalenergie da drinnen ist das gut, halt, dass es wirklich auch Lebensenergie fördert, Geomantie einbeziehen und entsprechende Entwürfe machen, die halt das Keimen von Saatgut auch fördern. Dann ist es auch förderlich für den Menschen. Man träumt mehr und besser, schläft tiefer und so weiter. Dan Winter hat da sehr viel zu gemacht. Die diversen Internetseiten sind auch sehr, sehr spannend. Goldenmean.info zum Beispiel, also goldenerschnitt.info, goldenmean.info. Ja, und dann hat man halt da so einfach viele Möglichkeiten. Dieser kleinräumige Gartenbau kann sehr gut laufen. Viele kennen den Film Tomorrow. Und in diesem Film wurde die Ferme du Bec-et-Loing vorgestellt in der Normandie in Nordfrankreich. Und die sind durch diesen Film so bekannt geworden, dass die halt überrannt wurden. Und man hat mir erzählt, dass in Frankreich inzwischen 80% der Jungbauern auch so eine kleinräumige Landwirtschaft machen wollen. Das finde ich eine gute Nachricht. Das heißt aber, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Menschen, die auch Bauern und Gärtner werden wollen. Und wenn man das dann so arrangiert, dass man das in Teilerwerb machen kann, mit vielleicht 150 interessanten Leuten in der Nachbarschaft, ohne da jetzt irgendwie zu enge Nachbarschaft zu machen und sich daran zu verschleißen, kann das sehr, sehr spannend werden. Es gibt viele Menschen, die da Interesse dran haben. Es gibt viel zu wenig Menschen, die vorangehen. Es gibt viel zu wenig Pioniere. Deshalb rufe ich alle auf, die sich jetzt angetriggert fühlen. Macht was, geht raus und fangt Projekte an, sucht Leute, die mitmachen. Also Mitmacher gibt es viele, aber es gibt ganz, ganz wenige, die einfach mal ja, einfach was starten. Ja. Es ist hier in Bec-et-Loing gezeigt worden, auf 1000 Quadratmeter Netto-Beetfläche kann man 40.000 bis 50.000 Euro, also 1000 Quadratmeter, das ist ein Zehntel Hektar, das ist auf dem Land sehr, sehr wenig, kann man 40.000 bis 50.000 Euro erwirtschaften. Da ist aber eine volle Arbeitsstelle nötig oder nach meinem Konzept zwei halbe Stellen zum Beispiel, aber die sind dann auch gut bezahlt und man kann sehr hochwertiges Gemüse produzieren, dabei den Boden verbessern, das Klima tatsächlich regenerieren und für Gesundheit sorgen durch nährstoffdichte Lebensmittel, die einen hohen Brix haben, hohes Vitamin C und niedriges Nitrat. Ja, einer der Weltklasse Gartenbauer, ist Dan Kittredge in den USA. Hier ist ein Video angegeben, man findet ihn aber auch in YouTube. Er hat ein gesamtes Wochenendseminar kostenlos zum Anschauen, absolut großartig. Und er hat halt auch auf den Arbeiten von Professor William Albrecht aufgebaut, ein genialer Bodenwissenschaftler, der Vorreiter war in Richtung regenerativer Landwirtschaft und das wurde halt ein paar Jahrzehnte verdrängt durch eine Kommerzorientierung. Und wenn wir jetzt wieder mehr menschenorientiert sind und ökosystemorientiert sind, kommen wir jetzt endlich zu dem, was er schon erarbeitet hatte, wo auch in Deutschland sehr viele Pioniere schon sehr, sehr gute Arbeit gemacht hatten. Unter anderem halt auch die Arbeiten von der biodynamischen Landwirtschaft, die ja vor ziemlich genau 100 Jahren von Rudolf Steiner im landwirtschaftlichen Kurs halt
bekannt gemacht wurden. Ja, wer einen Gartenbau machen will und damit ein Einkommen generieren will, da ist dieses Buch eigentlich der richtige Titel, Englisch The Market Gardener. Das ist eine richtige Bewegung geworden in Nordamerika. Leider tun die sich oft noch nicht zusammen zu neuem Dorf. Also neues Dorf ist im Grunde ein Zusammenwirken von ganz, ganz vielen Marktgärtnern. Der deutsche Titel ist ein bisschen holprig. Ja, Biogemüse erfolgreich direkt vermarkten. Jean-Martin Fortier, der sowas gezeigt hat, dass das gut geht. Und eins der Zitate aus dem Buch, was mir gefällt, Vogelgezwitscher statt Maschinenlärm. Also vieles wird halt mit Hand gemacht oder mit Elektrogeräten statt mit ja, lärmigen Geräten. Ein paar Worte zum Meeresschutz, um das Ganze jetzt abzurunden. Meeresschutz. Es gibt zum Glück sehr, sehr viele Initiativen, um halt die Meere wieder sauber zu machen. Und ich fasse das hier mal so ein bisschen zusammen. Also für mich gehört zum Meeresschutz und auch als Zukunftskonzept, wie geht man mit dem Meer um? Das Meer gehört ja jetzt nicht den Menschen, sondern im Meer lebt eine intelligente Spezies, und das sind die Wale und Delfine. Und die Zusammenarbeit mit diesen sollten wir stärken. Es gibt sehr viele Menschen inzwischen, die Kontakt haben mit Walen und Delfinen. Auch Kommunikation auf telepathischem Wege, also quasi eine Gedankenübertragung. Ich habe es selber erlebt, sehr, sehr bewegend mit Schweinswalen in der Ostsee. Leider nur einmal, also viele sind da auch nicht wirklich ansprechbar offensichtlich. Aber es gibt halt wirklich auch Hinweise, die ganz wichtig sind. Also diese Schweinswalgruppe, die hat mir halt einfach das Bild rübergegeben, wie furchtbar es ist, dass wir Menschen die Ostsee so zerstören. Und die wissen genau, was alles so passiert, auch was am Land passiert. Also die haben einen sehr weiten Blick, selbst wenn sie nur im Meer leben. Und ich würde mich freuen, wenn da mehr Menschen auch Kontakt aufnehmen und wir dann halt auch mehr lernen mit diesen ganz, ganz spannenden, bewussten, hochbewussten, ja, Tieren zusammenzuarbeiten. Aus dem Meer können wir sehr hochwertige, besonders Gehirnnahrung erzeugen. Ah, ein Fehler, Nahrung. Was kriegt man da? So ein F in der Schule, ne? Immer niedermachen. Ist mir aber egal. Ich verbessere es mal bei Gelegenheit. Die Makroalgen aus dem Meer können eine gewaltige Nahrungsquelle bringen, die dann halt auch die Menschen gesund halten. Regenerative Landwirtschaft sorgt auch für Meeresschutz, massive Reduzierung der Nährstoffeinträge. Im Meer gibt es diese Marine Dead Zones, was eine Katastrophe ist, und die sind oft durch agrochemische Landwirtschaft verursacht, wo halt massiv Nährstoffe abgewaschen werden. Nährstoffe, die mit gigantischem Energieaufwand, ne, gigantische Gasmengen, um Ammonium zu synthetisieren, wo man etwas tut, was der Boden viel besser selber kann, ohne Energie, außer Sonnenenergie. Das ist direkt solare Energie. Also die solare Düngerfabrik ist im Grunde der Boden selber. Und das ist im Grunde die Sache, wie man das Meer sehr gut schützen kann. Dann diese Plastikmüllteppiche. Hier gibt es von The Ocean Cleanup sehr interessante Materialien. Und es gibt ja diese zirkulierenden Strömungen in der Welt nach Nord- und Südhalbkugel, logischerweise andersrum drehend. Und ich habe in meinem Buch Neues Dorf für neue Erde Konzepte dargelegt, wie man eine Produktion mit den Rohstoffen machen kann. Das sind übrigens ca. 50% Fischernetze. Und wenn jetzt die EU die Strohhalme, die Trinkhalme verboten hat, Plastiktrinkhalme verboten hat, hat man da nichts gekonnt, sondern sich lächerlich gemacht.
Also man dürfte auch ein bisschen mutiger sein und einfach mal kontrollieren, dass nicht einfach Fischernetze abgeschnitten werden, wenn eine Kontrolle kommt, die dann Jahre, Jahrzehnte im Meer rumtreiben und ganz, ganz viele Lebewesen töten, einschließlich Walen und Delfinen. Ja, und man kann sehr viel produzieren. Sekundärrohstoffe ist der beste, ne? Erst Nutzung und dann könnte man aber Recycling Diesel produzieren im großen Maße. Man kann Biogas produzieren, weil diese Müllteppiche sehr, sehr viel Algen auch enthalten. Und ich habe einen Ansatz dargestellt mit schwimmenden Produktionsanlagen und als ja, sehr visionär, wo man dann ja mal sehen muss, ob das irgendwann mal machbar wird, dass man quasi so schwimmende Inseln macht, also quasi so schwimmendes neues Dorf, wo es dann auch Gärten gibt, wo alle Häuser Meeresblick haben und wo man halt dann Produktion aus den Plastikmüllteppichen macht. Und zusätzlich aber auch Gartenbau zum Beispiel und ja, dazu aber auch die genannten Makroalgen aus dem Meer dann ja, sammelt oder anbaut. Das werden dann sehr interessante Konzepte. Ja, dann zum Abschluss eine Zusammenfassung. Ja, das ist im Grunde das Konzept für den ländlichen Raum. Die Zukunft wird auf dem Land entschieden. Und die Städte, ja, könnten sehr schwierig werden. Deshalb sollte man sie auch so umbauen, dass sie auch selber mehr produzieren, ihren Energieverbrauch sehr viel geringer machen, aber lebenswerter werden. Und das geht halt auch durch eine Umkehrung der Überurbanisierung, also wieder eine ja, Abwanderung in ländliche Räume, wo man dann aber dort auch arbeitet und produziert und Böden verbessert. Das ist die Idee dabei. Und da brauchst du noch ein paar Millionen Leute, global gesehen sogar Milliarden, die dann halt was Gutes zu tun haben. Ist ja eigentlich absurd, dass auf der Welt die meisten Menschen nichts wirklich Sinnvolles zu tun haben, weil sie einfach keine Chance dafür haben. Und mit solchen Konzepten wie Neues Dorf können halt sehr, sehr viele Menschen sehr gut leben in Vielfalt. Wie gesagt, das Zusammenwirken Gärtnerdörfer, Neues Dorf mit der Stadt ist eigentlich so gedacht und auch sehr viel mehr regenerative Energie, besonders mit Holzgas. Wie gesagt, Biogas aus Lebensmitteln ist eine Katastrophe. Es hungern Menschen auf der Welt, das ist absolut inakzeptabel. Und die regenerative Landwirtschaft kann hier sehr viel beitragen. Da nochmal die Punkte hier zum Lesen. Es gibt ja manche Menschen, die lesen lieber. Ich möchte aber nur nochmal hier erwähnen, alles ist da für eine gute Zukunft für alle. Und das ist mein Motto geworden. Und damit danke ich fürs Zuhören und das Zukunftsszenario ist tatsächlich ein sehr positives. Wir können sehr, sehr vieles schaffen. Dafür braucht es aber eine gute, starke Vision. Und ich hoffe, ich habe hier meinen Beitrag geleistet. Ich freue mich sehr auf Rückmeldungen, also auch auf andere Menschen, die hier mitwirken wollen. Und wie gesagt, es fehlt an Pionieren und also Einladung, Pionier zu werden, Unternehmer zu werden und was anzufangen. Und am besten mit Freude und Freunden und das machen, was man wirklich, wirklich will. Vielen Dank fürs Zuhören.